Hallo Leute, heute wieder ein neues Video und zwar ein Unboxing. Und zwar geht es heute um dieses Teil hier, das iRig Pro Universal Audio MIDI Interface. Und los geht's nach dem Intro. Ja Leute, heute geht es um das Unboxing von diesem iRig Pro Universal Audio MIDI Interface von IK Multimedia, einem Tool, mit dem man auf iOS oder Mac oder PC verschiedene Audio Interface kann aufnehmen. Also das heißt Gitarre, Mikrofon oder auch Keyboard. Und nun wollen wir mal das Teil hier auspacken. Dazu nehme ich hier die Schere und schneide hier auf der Seite den Kleber hier Siegel durch. So. So, und dann öffnen wir das Ganze hier mal. So. Die Schachtel, die hier noch die verschiedenen Adaptermöglichkeiten zeigt. Ihr seht Mic, Gitarre, USB, iPhone, den Lightning-Stecker oder iPhone, den normalen Stecker sowie den USB. Und am iPhone kann ich dann noch einen Kopfhörer anstecken oder ein Speaker, ein Lautsprecher. Mal weg mit dem. So, dann haben wir hier das Teil so vor uns und hier mal auspacken, was wir hier drin haben. Das hier ist die Bedienungsanleitung, die Registerkarte mit den verschiedenen Möglichkeiten, die man, und hier die Registerkarte und hier die Bedienungsanleitung. Das auch mal weg. So, und dann kommen wir hier nun zum eigentlichen Teil. Tja, was soll ich dazu sagen? Kleines Teil mit hier dem Anschluss für den Klinkenstecker bzw. dem XLR. Und auf der oben Seite das Interface. Hier kommt noch eine 9 Volt Batterie rein für die Phantomspeisung der Quelle. Und ja, die Batterie ist hier drin. So, das mal hier rausnehmen, das auch weg. So, und dann wollen wir die Batterie mal auspacken hier, so die Batterie auspacken und weg damit. Dann öffnen wir hier wieder das Ganze, legen das korrekt ein, so Plus und Minus beachten, so, und hier schließen und schon ist das Teil einsatzbereit. Dann hier sonst nichts mehr drin. Auch mal weg damit. So, und dann haben wir hier noch eine weitere Schachtel. Noch mehr Plastik. Hier sind verschiedene Stecker. Hier auch mal auspacken. So, hier der Stecker für das alte iPhone oder das alte iPad mit dem Interface-Stecker. Den werden wir sicher nicht gebrauchen. Dann hier den Stecker mit der
Klinke und Interface. Mal schauen, was das ist. Dann haben wir hier, dieser Stecker ist sicher für mich interessant. Hier haben wir USB, den normalen USB und den Interface-Stecker. Also dieses Teil kommt so ran und dann kommt das Ganze hier an den PC. So, und hier geht es zum PC und auf der Unterseite kommt dann die Audioquelle, hier in diesem Fall mein Sennheiser drahtlos Mikrofon, und das kann ich dann hier mit dem XLR-Stecker hier anstecken und kann so mein Sennheiser drahtlos Sender bzw. Empfänger auf dem iRig Pro verwenden. Hier schaltet man ein, on, off, und hier ist die Möglichkeit, die Lautstärke zu regulieren. Als letztes packen wir noch den letzten Stecker aus hier. So. Das ist nun noch das Kabel mit dem Lightning-Stecker und auch wieder Interface für hier. Mittlerweile habe ich auch herausgefunden, was das ist. Das ist nämlich hier dieser Klinkenstecker, kommt hier MIDI in, und hier kann ich dann das Keyboard oder einen sonstigen MIDI-Eingang montieren. Wie sich das Teil bewährt, werden wir in der nächsten Zeit ausprobieren. Ich werde in nächster Zeit versuchen, mit dieser Konfiguration USB an meinem Mac auch mal auf YouTube ein Livestreaming zu machen. Weiter geht's nächste Woche mit einem weiteren Video, dann wieder mit einem Tutorial. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns wieder in einer Woche. Bis dahin, tschüss!